Er kann der Turm die Heilerin nicht töten? Ach, wenn er geslowt ist! Wahnsinn! Wusstet ihr das? Ich wusste es nicht! Bei Fragen einfach fragen, aber immer clever fragen. Keine dummen Fragen. Fragen kostet nichts, es gibt keine dummen Fragen. Außer du fragst dumm. Verstehst du? Verstehst du? Ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich hol den mal. Mein Angriff ist hier gerade nicht ready. Wo habe ich den? Ich lasse meinen King auf 9 und meine Queen auf 4. Und dann trade ich nur noch dunkle Truppen ab. Was hältst du davon? Roman, ja, wir machen später COC, ne? Darfst du nicht vergessen. Nee, weiß ich nicht. Clanspiele, spinnst du? Clanspiele, Mann. Spinnst du? Die Clanspiele, weißt du, was die Belohnungen sind? Oh mein Gott, total vergessen. Hm? Ich hab vielleicht keine, ich hab vielleicht... Absolut keine, vergessen, Digga. Na, was hast du vergessen? Ja. Schaff ich's noch kurz auf Klo zu gehen? Ja, geh scheißen. Du immer mit deinem Scheißen, Digga. Ich weiß nicht, was du da hast, ne? Wie ganz normal... Pinkeln, weil halt, sich ne? Das so schön aufregt, das ist das Gute. Weil immer, ja. Wenn man sagt, jo, ich geh kurz aufs Klo, sag ich, ja, viel Spaß beim Scheiß, sag mal, ich geh nicht scheißen, ich schwöre, ich muss nur urinieren. Ist doch egal, wenn du scheißen gehst, geh halt scheißen. Perfekt. Hast du es nicht? Ich verabschiede mich dann auch aus dem Discord. Ist doch even dann der Trade. Ich hab ein Disconnect. Ich hab den ersten Win. Ich hab einfach ein Disconnect, was ist das? Was war das gerade? Schon wieder! Hä? Junge, du wirst so gedidost. Was ist das? Aber der Stream läuft alles normal. DDoS. Wieso? Kennst du das nicht noch von League of Legends? DDoS? Achso, er DDoSt mich? Ja. Bullshit. Ich zeig's euch, Leute, haltet euch fest. Also, ich dachte, ich sehe ja schon mit meinen Bildern beschissen, aber guckt euch mal bitte, das ist Rumatra. What? Haltet euch fest. Ich will, keiner darf stehen, wenn ich das jetzt hier umswitche. Setzt euch schnell alle hin. Haltet euch irgendwo fest. Seid ihr ready? What? Das nehme ich nicht als Emote. Was? Junge, du siehst aus wie... Wie alt bist du da? 12? Mit der Heilerin, sehe ich das richtig, ja? Mit der Heilerin nimmt der Typ mich auseinander. Digga, wie spiele ich denn hier? Ich spiele all auf meinem Mind. Was ist das für eine Defense? Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Shit! Der hat ein Problem, der Gegner. Oh, dann noch so... Oh. Ganz bittere Pille. Auf was spiele ich denn für ein Niveau? Scheiße, ich bin aus Versehen ein Clash Royale E-Sportler geworden. Ja, wo muss ich mich anmelden? Muss ich das Supercell Bescheid sagen, dass ich jetzt doch kein Content Creator bin, sondern auch ein E-Sportler? Ich glaube, das muss man eintragen lassen beim Creator Code Trimax. Ich schicke dir gleich mal eine Mail rum. Der Typ mit mir, Mann. Der macht mich komplett nass. So. Sein erster Turm habe ich jetzt voll. Der Redner spielt ein sauschnelles Deck. Aber die Reflexe sind zu krass. Gibt's ein Reflexe-Emote? Das ist Reflexe-Emote. Zack, auch nochmal drauf gewuchtet. Wieso ist der Stoff einmal so ruhig? Ach, jetzt fängt er an mit Rockets zu finishen. Buu, alle im Chat mitmachen. Buu! Buu! Rocket-Damage am Turm. What? Jetzt fängt er gleich an, die Rocket zu spiegeln. Ist das Strubel? Sehr gut. Ich habe gerade 2 Minuten mit ihm geredet. Er ist weg.
bin aufgestanden um 10.30 Uhr. Hab mir erstmal einen Kaffee gemacht, nur Boxershorts an, schön auf dem Balkon gechillt, Kaffee getrunken, guck links neben mich, sind da meine Nachbarn mit der ganzen Familie. Und ich stehe da einfach nur in Boxershorts neben dir mit einem Kaffee in der Hand und habe einfach gegrüßt und Hallo gesagt. Und bin dann so leicht, nicht so nervös, wieder reingegangen, das wäre peinlich gewesen, wäre ich sofort wieder reingesprungen, sondern habe mich noch so ein bisschen umgeguckt und bin dann ganz langsam wieder reingegangen, so als wäre alles normal gewesen. Ich wollte es mir nicht anmerken lassen, dass das eine ganz awkwarde Situation war, dass die da so einen Familienbrunch machen zu sechs und ich einfach nackt neben denen stehe mit einem Kaffee in der Hand. Weißt du? Ja. Vielleicht kriege ich ja auch mal die Losten einfach mal. Wenn man einen losten Gegner, so einfach so als... Nein, komm. Na, shit. Na, ist sogar noch okay. Einfach mal einen losten, oder was? Hä? Der suckt ja immens. Jetzt habe ich einfach einen losten, oder was? Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, Guard. Was macht der denn da? Digi, ich hab einen Losten als Gegner. Jetzt hat er gepanickt. Er hat gepanickt. Gewonnen. Ich glaube, ich auch. Insta-Win. Wie chillig. Er panickt die ganze Zeit, Digga. Wie chillig. Er geht auf Full Panic gerade. Ich komme nicht drauf klar, wie nice das jetzt gerade war. Das ist doch scheiße. Das ist echt nicht geil. Aber hier läuft auch gerade was schief bei mir. Ich darf kein Schild kaufen, weil ich im Free-to-Play-Modus... Obwohl... Na klar, Schutz für 2 Stunden, 10 Schuld, das kaufe ich. Nein! Ey, hier hat jemand einen Clip von Rumatra, ganz schnell, bei Rumatra klippen, Leute. Bei Rumatra klippen, schnell. Meine Mods, schnell rüber zu Rumatra, schnell, bitte. Ich will jetzt einen Bildschirmaufnahme, das ist Rumatra, Leute, wir drücken mal auf Play. Ich will einen Prime-Sub. Wir gucken auf die Facecam. Hier läuft auch etwas schief. Ich darf kein Schild kaufen, weil ich im Free-to-Play-Modus, obwohl. Was passiert dann? Na klar, Schutz für 2 Stunden, 10 Schuld, das kaufe ich. Wie lang? Wieder Ärger gekriegt, wieder zu laut. Ich war auch immer einer, der mit Fernseher einschläft. Ich kann mittlerweile auch nachts den Fernseher nicht mehr anmachen. Wieso hast du nicht einen Podcast? Da musst du eh nicht hingucken. Ja, das Problem, findest du das nicht immer super unangenehm mit Kopfhörern? Nee, ich liebe das. Auf die Seite ich legst. Liebe das. Echt? Ich mache mir sogar manchmal Kopfhörer rein, selbst wenn ich gar nicht zapf, was ich hören möchte oder weil ich eh zu müde bin, stelle ich mir einfach nur einen Kopfhörer rein und penne. Aber ab und zu gucke ich auch so Streams, das finde ich auch manchmal entspannt. Im Wald? Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gibt es zum Beispiel auch einen Song. Nee, Fuß. Du sagst immer Fuß. Bist Fuß. Du bescheuert? Es ist ein Fuchs. Da muss Fuchs noch kommen. Du sagst nur Fuß. Du sagst Fuß immer lauter. Hör auf, Fuß zu sagen. Fuß. Es ist ein Fuchs. Ein Fuß. Ich rede nicht mehr mit dir. Ein normaler Fuß. Brennt dir den Rachen weg, abartig. Wirklich, es gibt keinen Alkohol, den ich mag. Und dann sagt man auch, oh, ich habe hier voll die geile Mische. Probier mal hier den Sex on the Beach. Der schmeckt überhaupt nicht nach Alkohol. Ich trinke. Alter, es ist nur Alkohol. Die ganzen Leute sagen, oh, guck mal ein Getränk an, das kann ich trinken, davon werde ich betrunken und man schmeckt den Alkohol nicht. Und man schmeckt den Alkohol so unfassbar doll raus, dass euch das gar nicht anbockt. Aber ein Weizen ist nice. Ein Weizen ist gebalanced, es schmeckt ein bisschen nach Alkohol. Geld würdest du dich von der tödlichsten Spinne der Welt stechen lassen. Wenn es die tödlichste Spinne der Welt ist, dann bist du, glaube ich, down, oder nicht? Also würde ich jetzt nicht so machen. Weiß nicht, 800 Euro? Unfassbar beschissene Frage. Das ist krass. 3, 4, 5, 6. Und alle mit einem Bauarbeitertrank. Hä, was macht der Sechste? Was macht der Sechste? Hm? Hä? Wie? Was macht der Sechste? Was macht der? Aber machst du eine Verbesserung oder was bei dir? Hm? Welche? Hast du schon einen Multimörser oder was? PPGA-Emote? Was ist das?
du musst anfangen zu kochen. Also du hast wirklich keinen Ausweg. Ja, du musst kochen. Du darfst nicht mehr außerhalb essen. Ja, ich weiß. Darfst du nicht. Du darfst doch, kann man. Doch. Hey, what the fuck, man. Natürlich kann man außerhalb essen. Doch. Ja, Mann. Du kannst ins Steakhouse gehen und nur ein Steak Hähnchen nehmen. Mit Bratgemüse hier, Jim Block und sowas. Ja, ja. Auch Gemüse musst du aufpassen. Paprika, Karotten, ich bitte dich. Paprika, rote Paprika darfst du nicht essen. Grüne Paprika ist in Ordnung. Ja, ja, tatsächlich. Rote Paprika hat mehr Kohlenhydrate als grüne Paprika. Gut. Ich bin einfach ein Scheißgenie, okay? Es ist eigentlich schade, dass ich meine gesamten Fähigkeiten in ein Game stecke. Verstehst du? Also so wie ich spiele, hätte ich heute auch eine SpaceX-Rakete ins All schießen können. Wirklich. Eigentlich schade. Schade, dass ich mein 700 IQ nicht nutze, wie zum Beispiel meine Kollegen Albert Einstein und so weiter, sondern einfach es benutze, um einfach Gegner in Clash Royale zu zerstören. Schade. Schade. Scheiße. Ich versage die ganze Zeit. Gut, aber ich bin raus. Jo. Dann viel Spaß. Danke, hau rein. Tschö. Wer spricht da? Das ist meine Mutter. Nee, das ist mein Vater, der hilft mir mal bei technischen Sachen. Hä, was macht der Sechste? Was macht der?